dass ich dich immer rings um mich ausstrahle. Das ist der Wunsch, den mal Pater Jacques für sein Leben ausdrückte, Gott gegenüber. Ich will mein Leben lang dich ausstrahlen. Den Wunsch wurde ihm erfüllt, besonders in einer Situation, in der die Menschen oft zu Unmenschen wurden. Und zwar in seiner Internierung im Konzentrationslager Mauthausen-Gusen. Père Jacques lädt uns ein, selber Licht für die Welt zu sein, selber Gott auszustrahlen. Ein Mitinsasse in Mauthausen-Gusen sagte über Père Jacques: Jedes Mal bei einer Begegnung mit Père Jacques konnte ich mich mit der Menschheitsfamilie versöhnen. So ein schönes Zeugnis über diesen einfachen Karmelitenpater, der im Jahr 1944 in Paris festgenommen wurde von der Gestapo und eben dann nach Mauthausen-Gusen gebracht wurde. Warum geschah dies? Was hat er getan? Wie hat er vorher gelebt? Ich glaube, sein ganzes Leben spricht diese Botschaft aus. Im Vertrauen auf Gott, selbst Gott auszustrahlen. Père Jacques wurde als Lucien Bunel geboren im Jahr 1900 im Norden von Frankreich. Hatte mehrere Geschwister, also sie waren 6 Buben und ein Mädchen, und fühlte sich sehr bald im Alter von 12 Jahren circa berufen zum Priester. Er durfte auch, obwohl die Familie nicht reich war, dann schließlich ins Seminar von Rouen eintreten und dort seine Studien machen. Nun, schon im Seminar zeigte er, was er dann auch als Erwachsener immer wieder so zum Vorschein brachte. Einerseits die hohe Intelligenz, er war sehr aufgeweckt, aber gleichzeitig einen gewissen Hang zur Selbstständigkeit. Es gibt eine Anekdote, die gerne weitererzählt wird, wo er schon als Schüler, als Kind, einem Professor so antwortete, als dieser von ihm verlangte, einen Höflichkeitsgruß, eine Höflichkeitsbegrüßung auszusprechen. Da sagt der Professor: Bunel, Sie werden einen Glückwunsch verfassen. Nein, Herr Superior, die Schüler wollen es gar nicht. Der Professor mit Autorität: Bunel, ich befehle Ihnen, einen Glückwunsch zu verfassen und ihn auszusprechen. Der Schüler, Lucien, antwortet: Gut, Herr Superior, ich werde es tun. Und dann, wenn es jetzt dazu kommt, zu diesem Fest auch diese Worte auszusprechen, beginnt er folgendermaßen: Da der Herr Superior mich formell beauftragt hat, einen Glückwunsch zu verfassen, und so weiter. Natürlich reagiert der Professor erbost: Bunel, Sie haben einen Kopf so hart wie eine Mauer. Und er antwortet: Ja, auch die Mauer hat ihre Größe. Diese Haltung Autoritäten gegenüber blieb ihm, diese Freiheitsliebe und diese Liebe zur Aufrichtigkeit. Nun, er fühlt sich als Jugendlicher auch zum Ordensleben hingezogen, möchte Trappist werden, ist sich nicht ganz sicher, bleibt aber trotzdem doch im Seminar und wird Diözesanpriester. Er wurde am 11. Juli 1925 in der Kathedrale von Rouen schließlich geweiht. Zuerst ist er tätig als Lehrer und als Pädagoge in einem Institut der Diözese und kann schon dort sein Erziehungstalent unter Beweis stellen. Die jungen Studenten mögen ihn, folgen ihm. Er zeigt eine natürliche Autorität, einen natürlichen Umgang mit den Jugendlichen. Und auch seine Predigten
werden geschätzt. Es wird berichtet, dass eben seine Liebe zur Provokation, also zur Ehrlichkeit, die gelegentlich auch provokant wird, in den Predigten zum Vorschein kommt, zum Zug kommt. Besonders im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Problemen. Er kommt selbst aus einer Arbeiterfamilie, aus einer einfachen Familie, muss in Le Havre aber vor wohlhabenden katholischen Familien predigen. Da nimmt er sich kein Blatt vor den Mund und spricht Probleme und die Armut des Landes deutlich an. Also ihm wird nachgesagt, dass seine Predigten immer eine gewisse Tiefe gehabt haben und die Herzen auch berührt haben. Also der Beginn als Priester, als junger Priester, ist vielversprechend. Er zeigt ein gewisses Talent auch in seiner Pastoralarbeit. Nun, von ihm wird aber erzählt, und da gibt es natürlich Zeugnisse und Briefe, dass er die Sehnsucht nach dem Ordensleben oder allgemeiner gesagt nach einem Leben des Gebetes, auch der Intimität mit Gott, dass diese Sehnsucht also immer wach geblieben ist. Wir haben einen jungen Mann, der noch etwas zerrissen ist zwischen aktivem pastoralen Einsatz, besonders in der Lehre mit Jugendlichen, und diesem Hang zur Einsamkeit und zur Kontemplation. Dies wird ihm bleiben, sein ganzes Leben lang. Später, besonders durch die Begegnung mit Therese von Lisieux, die gerade in diesen Jahren heilgesprochen wird, 1925, wächst in ihm der eindeutige Wunsch, Karmelit zu werden. So bittet er auch seinen Bischof, in den unbeschuhten Karmel einzutreten, was ihm zuerst nicht gewährt wird. Er macht Exerzitien in Avon, einem Kloster, in unserem Kloster der unbeschuhten Karmeliten, wo er dann später auch tätig sein wird und wiederum Schulleiter sein wird. Die Lektüre des Johannes von Kreuz werden ihn auch unterstützen, darin dieser Berufung zu folgen. Nach einigen Schritten und einigen Jahren, in denen er versuchte, vom Bischof die Erlaubnis zu bekommen, wuchs dieser Wunsch so weit, dass der Bischof schließlich ihm das auch gewährte, also diesen Eintritt in den Karmel. Das tat er 1931, als er den Habit der Karmeliten bekam und auch den Namen annahm per Jacques de Jésus. Jacques Jakob von Jesus. Er ist sich von Anfang an dessen sicher, dass das der richtige Weg für ihn ist. Was ist denn ein Ordensmann, schreibt er. Ein Ordensmann ist ein von Liebe verwunderter, ja von dieser tiefen, unheilbaren, unersättlichen Liebe, die die Liebe Gottes ist. Bei Jacques weiß sich als Verwundeter und sucht nach der Nähe Gottes im Karmel. Am 15. September 1932 legte er seine zeitliche Profess ab und, was erstaunlich ist, bald darauf wird er zum Leiter einer neuen Schule ernannt, die der Orden eben in Avon, in der Nähe von Paris, gegründet hatte. Also der alte Lehrer in ihm wird jetzt herangezogen, obwohl er das Lehren als Weltpriester, als Diözesanpriester aufgegeben hatte. Jetzt darf er, muss er die Leitung einer höheren Schule in Carmel von Avon übernehmen. Es wird ihm also wieder zuteil, was er sich sehr schwer aufgegeben hatte beim Eintritt in den Karmel, die Erziehung von Kindern, das er sehr gerne getan hatte. Mit der Eröffnung dieses kleinen Internats, des
Petit Collège in Avon am 2. Oktober 1934 beginnt eine ganz neue Lebensphase für ihn. Er setzt sich auch sehr ein für diese Schule, sehr engagiert, überhaupt für den Bau, für die Ausrüstung und aber natürlich für die Erziehung der Kinder selbst. Er spricht von einer engagierten Kontemplation, die er jetzt betreiben soll. Er hat nicht die Zeit, nur in der Ruhe zu bleiben, in der Abgeschiedenheit, sondern versucht er, wie er selber sagt, Heilige zu formen. Das ist sein Anliegen. Den Kindern die Mittel zu geben, selber als Christen ihr Leben zu meistern. Und er wendet dabei auch fortschrittliche pädagogische Methoden ein und entwickelt selbst auch Stärken wie Empathie, Verständnis und Geduld. 1939 beginnt der Krieg, der Zweite Weltkrieg. Und zuerst wird das Petit Collège, in dem er arbeitet, requiriert, beschlagnahmt, aber bald darf er wieder die Pforten öffnen und als Schule wieder tätig werden. Im Jänner 1941 geschieht das. Perchak hat einige Zeit auch im Militär verbringen müssen, ist eingerückt und erst jetzt wieder für diesen Dienst freigestellt. Ihr, meine Großen, schreibt er den Kindern, ihr habt eine herrliche Zukunft vor euch, weil es eine harte, schwierige, fordernde Zukunft ist. Ihr werdet kein leichtes Leben mehr haben, und das ist umso besser. Jeder von euch ist ein kleiner Teil von Frankreich, indem ihr euch in intellektueller Hinsicht bildet, indem ihr euch heiligt, indem ihr in euch einen festen Willen formt, ist es ein wenig von Frankreich, das ihr verbessert, das ihr heiligt. In der Sprache der 40er Jahre also versucht Perchak den Kindern eine Selbstständigkeit zu vermitteln, auch im Denken und im Fühlen. Weiterhin ist natürlich Perchak auch als Priester tätig, mit Predigen und mit Exerzitien halten. Er bleibt angesichts der nationalsozialistischen Ideologie und auch der Besatzung, besonders in Frankreich, nicht nur im spirituellen Bereich tätig. Wie es bei mehreren französischen Geistlichen der Fall war, tritt er in die Widerstandsbewegung ein und wird natürlich nicht gewalttätig und unterstützt das auch nicht, aber doch wird er in der Widerstandsbewegung aktiv. Schließt auch Freundschaften mit antiklerikalen Kreisen, er ist sehr offen für alle, die sich gegen die Besatzung einsetzen. Er nimmt im Laufe des Schuljahres 42-43 drei jüdische Kinder unter einer falschen Identität auf. Das ist das, was ihm das Leben kosten wird, denn er geht so ein Risiko ein, auf das eben Todesstrafe stand. Wenn ich erschossen würde, hinterließe ich auf diese Weise meinen Schülern ein Beispiel, das für sie viel mehr wert wäre als alle Lehren, die ich ihnen erteilen könnte. Am 15. Jänner 1944 betritt die Gestapo die Schule, das Petit Collège, und nimmt Perchak fest, auch die drei versteckten Kinder. Ein trauriger Tag, von dem wir einige Worte überliefert bekommen haben, die Perchak am Ende gesagt hat, auf Wiedersehen, meine Kinder, macht ohne mich weiter. Er wurde abtransportiert und bald gelangte er auch nach einem kurzen Aufenthalt in Fontainebleau in einem Zwischenlager, dann schließlich in Mauthausen
Gusen. Alle drei Kinder wurden übrigens in anderen Konzentrationslagern ermordet. In der Hölle der Lager aber, besonders in Mauthausen-Gusen, kommt die Heiligkeit von Père Jacques, seine besondere Verbindung mit Gott, am deutlichsten zum Vorschein. Es gibt ein schönes Zeugnis, mehrere schöne Zeugnisse über ihn. Wir haben nie aufgehört, den Kopf hochzuhalten, gegen diesen spirituellen Verfall zu kämpfen, der im ganzen Lager kursierte. Wir wurden durch den Wind des Entsetzens, der Brutalität, der Schweinereien, welche in unserem täglichen Leben wehte, nicht angesteckt. Denn Père Jacques war da, bei uns, und half denen, die nicht mehr konnten, hob jene auf, die fielen, und gab denen, die Hunger hatten, sogar sein eigenes Brot, das heißt sein Fleisch und sein Blut. Bezeichnend für Pater Jacques ist zum Beispiel, dass er ständig versuchte, jedem beizustehen, unabhängig von der Herkunft, von der Nationalität und vom Glauben. Etwas, was im Konzentrationslager nicht selbstverständlich war, denn dort bildeten sich oft Gruppierungen, die vielleicht füreinander sorgten, aber oft nicht untereinander behilflich waren. Am 5. Mai 1945 wird das Lager Mauthausen von den Amerikanern befreit. Wir wissen, das Ende des Krieges und die Befreiung kamen. Père Jacques war am Ende seiner Kräfte. Obwohl es ihm angeboten wurde, weigert sich Père Jacques, von einer privilegierten Rückführung nach Frankreich zu profitieren. Am 30. Mai 1945 kommt also Père Jacques ins Krankenhaus der Elisabethinen in Linz, in der Bethlehemstraße. Die Aufzeichnungen über seinen Aufenthalt sind noch erhalten. Er blieb nämlich hier bis zu seinem Tod am 2. Juni. Die Krankengeschichte spricht von einem schwer leidenden Menschen, dem man allerdings heutzutage hätte natürlich helfen können mit der heutigen Medizin. Im Spital der Elisabethinen wird das Gedächtnis des Pater Jacques noch sehr wach und hochgehalten. Die Schwestern, die ihn betreuten, haben in ihm gleich eine besondere Persönlichkeit erkannt. Das Zimmer, wo er gepflegt und wo er schließlich starb, ist noch da und bekannt im Spital, kann auch dort besucht werden. Frau Barbara, Sie sind Generaloberin der Elisabethinen hier in Linz und wir befinden uns im Zimmer, wo Pater Jacques gepflegt wurde von Ihnen und schließlich auch gestorben ist. Könnten Sie uns erzählen, wieso das Gedächtnis an ihn in Ihrer Gemeinschaft und bei Ihnen persönlich, soweit ich weiß, auch so hoch gehalten wird? Ja, erstmals war ja die Geschichte ein bisschen und das Ereignis doch eher vergessen, weil ja die Schwester Rosa, die Pater Jacques von ihnen gepflegt hat, ja schon längst nicht mehr lebt. Aber wie dann vor vielen Jahren die Geschichte wieder publik geworden ist, durch das Priester bzw. Karmelitenpatres ins Haus gekommen sind und nachgefragt haben, das Sterbezimmer, ob das noch besteht oder ob man das noch besichtigen kann, ist dieses Ereignis eigentlich wieder sozusagen zum Leben erweckt worden. Und dann haben sich wirklich nur auch Mitschwestern noch erinnern können, wie sie von der Schwester Rosa her, eben von der verstorbenen Schwester Rosa, wie sie so immer so wertschätzend und so begeistert von diesen Menschen war, obwohl er ganz kurz nur ja bei uns im Haus war und hier war und dann ja relativ schnell verstorben ist. Aber er muss schon eine bestimmte Ausstrahlung gehabt haben und bestimmte. Und dann eben haben wir erfahren, dass dieser Seligsprechungsprozess eingeleitet wird. Und das hat uns natürlich dann schon sehr, sehr berührt. Also, dass wir
sozusagen auch in die Situation kommen können, dass man das Sterbezelle und das Sterbezimmer eines Seligen in unserem Haus haben, darum auch hier im Zimmer auch gekennzeichnet, wo verstorben ist. Und ich denke, immer wenn Führungen bei uns im Haus sind, wird das Zimmer erwähnt. Zumindest wenn wir Besucher durchgehen oder eine Führung das Haus machen, wird das immer erwähnt, dieses Zimmer und dieses Ereignis, dass ihr Pater Jacques Bonnel verstorben ist. Erfreulicherweise können sich manche Menschen dann auch an diesen Film Auf Wiedersehen, Kinder erinnern. Mhm. Und dann ist es umso schöner, wenn man sagen kann, das ist genau dieser Vater, der ist hier verstorben. Ich persönlich, ich weiß nicht warum, aber ich habe eine ganz persönliche Beziehung zu Pater Jacques Bonnel. Jeden Tag, es gibt keinen Tag, wo ich nicht das Gebet zur Seligsprechung, für die Seligsprechung bete. Wenn ich ganz besondere Anliegen habe, ist der Pater Jacques Bonnel mein Ansprechpartner in diesen Anliegen. Und ich habe sogar auch ein Gebetsanliegen, weil ich glaube, es ist eine Gebetserhörung. Das ist im Zusammenhang mit einer schweren Erkrankung mit meiner Mutter. Und dort habe ich gemerkt, dort habe ich einfach erlebt, dass was von den Ärzten her ganz anders vermittelt worden ist, also wie dieser Verlauf sein wird, hat sich eigenartigerweise ganz anders ergeben. Und ich glaube, es war eine Gebetserhörung. Und dann hat sie natürlich das Vertrauen noch wesentlich gestärkt. Und ja, ich verehre wirklich. Und es wäre mein Herzenswunsch, wenn die Seligsprechung noch während meiner Amtsperiode stattfinden würde. Das wäre wirklich mein Herzenswunsch.